Die Behandlung der Karotisstenose erfolgt heutzutage primär mit einem sogenannten Best Medical Treatment, also mit einer Risikooptimierung und optimalen Arzneimitteltherapie. Das häufigste diagnostische Verfahren zur Diagnose oder zur Erkennung der Karotisstenose ist der Ultraschall, der Halsultraschall. Und in aller Regel wird in Deutschland und in vielen anderen Ländern zusätzlich noch eine Schnittbildgebung gemacht, zum Beispiel mit der CT- oder MR-Angiografie. Die Behandlung der Karotisstenose erfolgt heutzutage primär mit einem sogenannten Best Medical Treatment, also mit einer Risikooptimierung und optimalen Arzneimitteltherapie. Wenn durch eine interdisziplinäre Gruppe dann die Entscheidung getroffen wurde, dass eine invasive Revaskularisation durchgeführt werden soll, dann gibt es zwei miteinander konkurrierende Verfahren. Das erste und bis heute in den Leitlinien primär bevorzugte Verfahren ist die offen chirurgische Therapie. Dabei erfolgt ein kleiner Schnitt am Hals. Wir legen die Karotisarterie frei und schälen den Kalk dort aus. Das nennt sich Endarteriektomie. Und hinterher wird in aller Regel eine kleine Flickenplastik darüber genäht, um eine erneute Einengung zu vermeiden. Das alternative Verfahren, das heutzutage in Zentren mit entsprechenden Fallzahlen annähernd gleiche Ergebnisse bringen kann, ist die sogenannte Karotis-Stent-Angioplastie. Dabei wird in der Regel über die Leistenschlagadern eine Gefäßstütze in die Halsschlagader eingebracht und somit die Engstelle dort aufgedehnt. Wenn die Karotisstenose nicht behandelt wird, das heißt weder invasiv mit einer offen chirurgischen Methode oder endovaskulär minimalinvasiv ausgeschaltet wird und auch keine Risikooptimierung stattfindet, dann wird sie immer weiter zunehmen. Wenn also beispielsweise der Blutdruck nicht behandelt wird und die Fettstoffwechselstörung nicht behandelt wird und keine Plättchenhemmer eingenommen werden, dann wird diese Karotisstenose immer größer oder hochgradiger werden. Ab einem bestimmten Grad steigt das Risiko für Schlaganfälle, die dann letztlich zu einer schweren Beeinträchtigung der Beweglichkeit beispielsweise führen können, einer sogenannten Hemisymptomatik.